Hallo liebe Tarotfreunde, schön, dass ihr hier seid. Willkommen zu dieser Legung. Wir schauen uns gleich an, was das Tarot denn sagt. Hast du aktuell eine Baustelle in deinem Leben? Gibt es ein Problem? Vielleicht fokussierst du dich auf das falsche Problem, ja, oder auf eine falsche Situation, auf eine falsche Energie, je nachdem. Ja, manchmal ist das so. Manchmal sind wir in der Stagnation, manchmal wissen wir nicht, was eigentlich los ist, wo wir uns befinden, was mit uns passiert oder was mit uns nicht passiert und wo wir eigentlich hin müssten. Lasst uns anschauen, was das Tarot uns hier gleich aufzeigen wird. Ihr wisst, dass es immer mehrere Deutungsmöglichkeiten gibt, deswegen müsst ihr hier nichts auswählen. Ich bin mir sicher, ich werde sehr wahrscheinlich nicht nur eine Energie sehen oder eine Situation sehen, sondern euch hoffentlich, ja, vielleicht zwei oder drei Möglichkeiten geben, so dass ihr nachdenken könnt, ja, dass ihr euch die Frage oder die richtige Frage euch stellen könnt, weil dann fängt es an, dann fangen wir an uns zu arbeiten. Erstmal müssen wir aber verstehen, was denn eigentlich los ist. Okay, dann lasst uns doch gucken, was das Tarot uns hier aufzeigt. Erstmal will ich wissen, wie ernsthaft überhaupt das Problem da ist, ob das Problem überhaupt vorhanden ist. Ja, ob es überhaupt ein Problem gibt. Oder wie intensiv, ja, was sagt denn ihr das Tarot dazu? Es gibt etwas, woran man arbeiten könnte. Ja, es ist hier nicht so, dass es total dramatisch ist. Das Problem kann man bearbeiten, ja. Das Problem kann man lösen und ja, es gibt etwas, woran man aktuell arbeiten könnte. Okay, dann lass uns doch schauen. Was meint denn das Tarot? Was ist es denn? Was ist denn das Problem aktuell? Also wenn ich nicht mehrere Dinge sehe, ja, an diesen drei Karten, die ich gleich ziehen werde, dann werde ich einfach eine zweite oder noch eine dritte Botschaft hinzuziehen, ja, damit ihr möglichst viel Profit aus dieser Legung mitnehmen könnt. Okay, was ist denn hier das Problem? Okay, das ist eindeutig. Schaut, liebe Damen, das Erste, was ich hier sehe, ist euer Umfeld. Ihr habt da irgendjemanden in eurem Umfeld, der da nicht hineingehört. Hier gibt es die Tendenz, dass diese Person euch irgendwas verspricht. Das ist egal, ob das Liebe ist, Beruf ist, irgendwelche Aussichten. Ja? Ich sehe hier Versprechen. Ich sehe hier Visionen, die ihr euch selbst macht in Bezug auf diese Verbindung, in Bezug auf diese Freundschaft, Beziehung, was auch immer das ist, ja. Hier ist so ein bisschen die Tendenz, später, ja, später wird es besser. Später wird sich das Problem lösen, ja. Und diese Tendenz ist hier zu sehen. Hier ist eindeutig eine falsche Person in eurem Umfeld zu sehen. Eine Person, die nicht aufrichtig ist. Was auch möglich ist, ja, dass ihr selbst zu euch nicht aufrichtig seid, ja, das ist ja schon, da fängt es eigentlich schon an, ja. Die meisten Menschen sind zu sich selbst nicht ehrlich. Sie sind nicht ehrlich zu sich selbst. Ja, verlangen irgendwie Direktheit, eine offene Kommunikation von anderen, aber belügen sich selbst, ja, reden sich manche Situationen schön. Oder schöner, als sie sind. Und da fängt es an, da fängt die Arbeit mit sich selbst an. Das allererste ist,
Und das muss man einfach immer das ganze Leben lang beherrschen, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja, es gibt manchmal Tiefpunkte, ja, es gibt manchmal Situationen, wo wir uns wirklich so ein bisschen verrennen, ja, aber man muss auch, man muss feststellen, man muss wirklich schnell feststellen, dass man sich verrennt. Und eine Ehrlichkeit sich gegenüber sich selbst ja entwickeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Also hier gibt es auch die Tendenz, dass ihr nicht ehrlich zu euch selbst seid. Und hier geht es um irgendeine Beziehung, um irgendeine Verbindung. Ja, ich habe hier sehr viele Fantasien, sehr viele Visionen. Entweder ist das ein Mensch, der euch irgendwas verspricht. Irgendwann, ja, irgendwann. Wir leben jetzt. Wir leben im Hier und im Jetzt. Wer weiß, was, ach, wer weiß, was in 7 Tagen ist. Wer weiß, was in 2 Tagen ist, in 3 Stunden. Das Leben, wenn es sich verändert, ja, es kann sich manchmal wirklich schlagartig verändern. Also was interessiert einen das später? Ich lebe im Jetzt. Ja, ich will jetzt eine klare Ansage haben. Ja, ich will jetzt wissen, was los ist. Oder ihr selbst macht euch etwas vor, verschiebt irgendwas auf später, ja, mache ich später oder ich brauche noch ein bisschen Zeit. Das ist ja auch in Ordnung, ja, also wenn man sich selbst gegenüber sagt, ich brauche Zeit, ich weiß, dass ich etwas verändern muss, zum Beispiel beruflich, ja. Ich weiß, dass ich hier nicht mehr arbeiten kann, hier nicht mehr arbeiten will. Ich muss etwas verändern, aber ich habe jetzt halt eben noch nicht die Möglichkeit. Es ist nicht klug, ja, eine Arbeit zu kündigen, nur weil man sich unwohl fühlt, aber dann irgendwie nicht wissen, wovon man irgendwie die nächsten Monate leben soll. Wenn man aber finanziell vielleicht für sich gesorgt hat, ja, also sprich, man kann ein paar Monate überwinden, ja, ohne arbeiten zu müssen, um sich in Ruhe auf die Suche zu begeben, um in Ruhe nach etwas Neuem zu schauen oder um sich selbstständig zu machen zum Beispiel, dann ist das in Ordnung, ja. Aber ich glaube, einen Job zu kündigen in die Arbeitslosigkeit, so schlimm der Job auch ist, ich weiß nicht, ob da die Arbeitslosigkeit, ob sie dann die bessere Alternative ist. Weil dieser Zustand kann ja einen auch nochmal psychisch runterziehen, ja. Okay, das ist so hier das Erste, was zu sehen ist. Ich guck mal, was das Tarot hier sagt in Bezug auf einen Ratschlag. Na, der Herrscher sagt, bring Ordnung. Bring Ordnung in diese Situation. Kontrolle. Der Herrscher hat Kontrolle, der mag es ordentlich, der liebt es, wenn er weiß, wo was ist, wo und was in welche Schublade hingehört, ja. Er mag Struktur, Ordnung, Disziplin. Also, liebe Damen, liebe Herren, hier rät euch das Tarot, euch zusammenzureißen und diese Situation zu klären. Ja, hier Ordnung zu schaffen, was diese Situation betrifft. Okay, lasst uns eine zweite Information noch anschauen. Ja, also wenn du damit absolut vielleicht nicht in Resonanz gegangen bist, vielleicht gehst du auch mit beiden Aussagen gleich in Resonanz, wer weiß. Zweite Situation. Das reicht eigentlich schon. Ja, das reicht eigentlich schon. Ja, 3 Karten. Das ist so ähnlich wie die erste Situation. Wisst ihr, hier ist eine Dame, die wartet, dass etwas passiert, dass sich etwas ändert. Und so funktioniert es aber im Leben nicht. Ja, also ich weiß, dass solche Legungen auch bei euch sehr beliebt sind. Ich sehe das an den Aufrufzahlen, ja, so welche größere Veränderung passiert,
demnächst in deinem Leben, ja? Das ist etwas, was viele von euch interessiert, aber so läuft es eigentlich nicht. Ja, manchmal, manchmal, ja, kommen die Dinge oder Veränderungen kommen von sich aus in unser Leben. Aber eigentlich gestalten wir das meiste unseres Lebens selbst. Das wollen viele nicht wahrhaben, ja? Ich sage das auch vor allen Dingen, wenn ich das in Bezug auf die Liebe, in Bezug auf Beziehungen sage, dann das ist so eine unbeliebte Aussage, ja? Ich weiß das, ich habe diesbezüglich schon viele böse Kommentare lesen müssen, aber im Grunde genommen ist das, liebe Damen, ob ihr eine gesunde, glückliche Beziehung führt, ja, oder ob ihr euch usen lässt, ja, das liegt einfach an euch. Das liegt an eurer Energie, das liegt daran, wie ihr eure Beziehungen aufbaut, welche Menschen ihr in euer Leben lasst, ja. Diese Töricht oder diese, ja, diese, was auch so ein bisschen aus dieser Esoterik sehr oft kommt, ja, dass man irgendwie jeder Mensch hat irgendeine große Bedeutung, der in mein Leben kommt. Oder der Mann, irgendein Mann hat das Leben einer Frau so leicht berührt und sie denkt, das ist mein Schicksal. Nein, 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 nein. Unser Schicksal gestalten wir selbst, unser Leben gestalten wir selbst. Das meiste davon, ja. 98%. Die anderen 2% sind Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, ja, die auf uns quasi über uns kommen, ja. Dinge wie Unfälle, Krankheiten, Entscheidungen von anderen Personen, die uns irgendwie mit hineinziehen, ja, sowas. Aber 98% haben wir selbst in der Hand, ja. Deswegen, ob man glücklich ist im Leben oder unglücklich, das hat etwas mit der Person zu tun, die das Leben lebt, ja? Nicht mit ihrem Schicksal, ja? Schicksal, dass es so ist, wie es ist. Schicksal, dass ich leide. Schicksal, dass ich nur Kerle treffe, die schlecht zu mir sind. Was für ein Schicksal. Nein, das ist kein Schicksal. Du nimmst, wählst diese Kerle selbst aus, die alle schlecht sind, ja? Die Energie der Frau ausnutzen, ja? Die sie benutzen, die sie aussaugen energetisch und weiterziehen, ja? Das war die Entscheidung der Frau. Sie hat das angenommen. Sie hat diesen Kerl angenommen. Sie hat ihn womöglich gar nicht erst richtig kennengelernt. Ist irgendwie davon ausgegangen, dass diesmal alles ganz anders wird, wie das oft der Fall ist, ja. Nein, ihr gestaltet eure Zukunft selbst, euer Schicksal gestaltet ihr selbst, wir alle. Ja, und ob man eine glückliche Beziehung hat oder eine unglückliche Beziehung hat, das hat etwas mit einem selbst zu tun. Ob man glücklich auf der Arbeit ist oder unglücklich auf der Arbeit ist, das hat auch etwas mit einem selbst zu tun. Ja, ob man innerlich ausgeglichen ist, ja, oder nicht weiß, wo oben und unten ist, das hat auch etwas mit einem selbst zu tun. Aber ich sage euch auch diesbezüglich, ja, die meisten Menschen, sehr viele Menschen haben Probleme mit sich alleine zu sein. Ja, weil früher oder später, ja, kommen dann so unangenehme Fragen, die so ein bisschen im Kopf sind und auftauchen, ja, und mit denen man sich nicht beschäftigen möchte. Ja, und um sich damit nicht zu beschäftigen, um seine eigenen Fehler nicht zu analysieren oder nicht analysieren zu müssen, ja, stürzen sie sich in irgendwelche Beziehungen, Verbindungen, Freundschaften, Abenteuer, was auch immer, damit das bloß, ja, damit der Kopf oder man bloß nicht ja, auf schlechte Gedanken kommt und unangenehm zu sich selbst wird, ja, und ehrlich mit sich selbst ins Gericht geht. Und das fällt den meisten Menschen schwer. Was ich hier sehe, liebe Damen, ist, und das sage ich ja, das ist falsch, das ist eine falsche Energie, daran muss gearbeitet werden. Hier ist so eine passive Haltung, ja, soll doch das Schicksal, ja, das Rad des Schicksals, soll es doch über mich kommen? Nein. Möchtet ihr eine Veränderung in eurem Leben, sorgt selbst für diese Veränderung. Da kommt nichts. In den meisten Fällen kommt da nichts. Es kommt erst was, wenn wir bewegen, wenn wir uns in Bewegung setzen, wenn wir irgendwas anfangen zu ändern. Und meistens oder fast immer fängt es im Kopf an. Ja, man muss erstmal einen Entschluss fassen, erstmal eine Entscheidung fassen. Aber das bedeutet halt immer auch die Komfortzone verlassen, ja? Das aktuelle Jetzt, das Hier und Jetzt, die Komfortzone verlassen. Und das ist immer ein bisschen unangenehm.
Es ist immer unangenehm, ja. Das ist natürlich, das ist so, wie wenn man weiß, man muss jetzt in ein Zimmer rein, wo 10 Leute sitzen, und wenn man die Tür aufmacht, ist man sofort im Mittelpunkt, ja. Und vielleicht hat man noch irgendwie so einen schlechten Tag, fühlt sich nicht wohl irgendwie, ja. Es gibt ja, wir sind alle Menschen, wir haben alle solche Tage. Und ja, das ist so. Das ist so, genau so ist es. Ja, etwas Neues im Leben anzufangen, das ist so wie einen Raum betreten, wo 10, 20 Leute, fremde Leute da sitzen und einen sofort alle anstarren. Das ist, oder das bedeutet, die Komfortzone verlassen. Aber wenn man erstmal das getan hat, ja, öffnen sich neue Wege, öffnen sich neue Türen. Also wartet nicht, ja, nimmt das selbst hier in die Hand, wenn ihr eine Veränderung möchtet. Ihr habt Angst. Ja, hier ist Angst davor. Und deswegen ist es ja viel bequemer, ja. Schaut euch das an. Da zu sitzen hier. Da zu sitzen, Teechen zu trinken, Käffchen zu trinken und zu hoffen, dass sich irgendwas ändert. Ja, das ist schön, aber das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Man muss immer irgendwas tun, damit sich etwas verändert. Das ist einfach Fakt. Wollen wir vielleicht noch eine dritte Botschaft sehen? Lasst uns noch eine dritte Botschaft sehen. Ja, woran könntest du hier noch arbeiten? Okay, schaut, liebe Damen, hier sagt das Tarot und liebe Herren, wenn ihr etwas macht, macht es nicht des Geldes wegen. Ja? Wie ist das gemeint? Also, es ist energetisch, ja, es ist so, dass sich die Dinge erfolgreich gestalten oder Erfolg haben, die wir gerne machen. Ja, also jetzt mal angenommen, irgendein Mensch, ja, möchte ein Restaurant öffnen, weil er denkt, da wo ich das Restaurant öffnen werde und das, was ich anbieten werde, ja, ich habe zwar nicht so viel Spaß an der Arbeit, ich bediene eigentlich nicht so gerne Leute, aber das wird finanziell, wird mein Durchbruch sein, ja. Das wird mir sowas von, oder so viel Geld in die Kasse spülen. Das wird sowas von gut gehen. Ja, ich mag eigentlich keinen Kundenkontakt. Ich mag auch eigentlich überhaupt nicht irgendwie mit fremden Leuten arbeiten oder generell mit Leuten arbeiten. Ja, ich mag das eigentlich alles nicht. Ich bediene nicht so gerne. Ich mache auch nicht so gerne die Buchhaltung und das alles. Aber das Ding wird laufen. Ich bin mir sicher, das wird mir Geld einbringen, ja. Wird so ein Mann oder wird so ein Mensch Erfolg haben? Nein, wird er nicht. Sehr wahrscheinlich nein. Warum nicht? Weil er gegen das energetische Gesetz verstößt. Das ist einfach so. Ja, wenn aber ein Mensch sagt, oh, ich liebe es, ich habe so viele Ideen, was ich alles auf die Karte setzen werde, ja, wie entgegenkommend ich meinen Besuchern sein werde, ja, was sie, ich weiß nicht, am Ende vielleicht irgendwie noch einen Trunk erhalten von mir, ja, ich habe so viele tolle Ideen, sie werden alle so zufrieden sein, oder ich werde alles dafür tun, dass meine Kunden, ja, dass meine Besucher, dass sie zufrieden sind. Und ich habe so viele Ideen und Stühle und Tische und ich weiß nicht, Tapete, ja, mit Leidenschaft dabei, mit Leidenschaft im Kontakt sein mit anderen Menschen, ja. Wenn ein Mensch, der so energetisch eingestellt ist und das Geld, ja, das reinkommt, als eine Nebensache sieht und nicht den Grund, warum er das Restaurant eröffnet, dann wird er viel erfolgreicher sein.
Also hier sagt eigentlich das Tarot, ja, lauf nicht dem Geld hinterher. Klar, muss immer irgendwie, man muss sich finanzieren, ja, man muss ja über die Runden kommen. Wir leben alle in einer materiellen Welt. Ja, auch ich brauche Geld, um mir Brot zu kaufen. Ja. Und das Materielle ist wichtig, aber wenn man irgendwas macht, ja, wenn man sich beruflich verändern möchte, wenn man sich zum Beispiel selbstständig machen möchte, ja, sollte nicht die Intuition oder das Erste das Geld sein, sondern die Einstellung, dass man das machen möchte. Ja, das ist genau das ist das, was mich erfüllen wird. Das ist das, was mich glücklich machen wird. Das ist das, was mich befriedigen wird. Ja, man sollte auch gar nicht so sehr am Geld festhalten. Ja, oder wenn man zu sehr darauf fokussiert ist, viel zu verdienen, kommt es nicht. Oder sehr oft, ja, kommt dann weniger. Als wenn man das Thema einfach so ein bisschen loslässt, ja, und einfach arbeitet, weil man Spaß hat. Wenn man eine Arbeit tätigt, die einem keine Freude bereitet, führt es früher oder später zu diesem sogenannten Burnout, ja, dass man sich, ja, dass man ausbrennt. Ist jetzt heute gar nicht so das Thema, aber vor wenigen Jahren, Burnout, ja, war in allen Schlagzeilen, in allen Zeitungsartikeln, überall online zu sehen, ja. Aber so entsteht ein Burnout. Das ist, wenn man eine Arbeit tätigt, oder vielleicht auch pflegt, ja, zum Beispiel Verwandte pflegt, weil man das, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte, ja, obwohl man eigentlich, ja, obwohl das einen nicht erfüllt. Und obwohl das einen belastet, emotional, ja, dann verbrennt man ziemlich schnell. Naja, der Ritter der Schwerter sagt einfach, dass ihr euch darüber Gedanken machen solltet, ja, dass ihr hier umdenken solltet. Ich habe noch am Ende des Textes den Gehängten gesehen. Ja, also lauft nicht dem Geld hinterher, sondern macht etwas, was euch glücklich macht. Ja, was euch innerlich erfüllt. Zum Beispiel wie eine Floristin, die es einfach liebt, mit Blumen zu arbeiten. Ja, sie verdient dabei auch Geld. Ja, aber stellt euch vor, man schickt die Floristin, ich weiß nicht, auf den Bau oder so, ja. Ich übertreibe, nur mal vorgestellt. Wird sie dort glücklich? Sie wird vielleicht dort, nur mal angenommen, ja, mal angenommen, irgendwie. Führungsposition verdient das Doppelte am Bau oder auf dem Bau anstatt als Floristin. Ihr glaubt, sie wird glücklich damit. Ich glaube nicht, dass sie damit glücklich wird. Und auch mit dem Thema Geld. Der Mensch gewöhnt sich ans Geld. Ja? Also wenn er irgendwie anfängt, eine größere Summe zu verdienen, irgendwann spürt er das nicht mehr. Ja, also sein Glücksgefühl oder die Zufriedenheit, was das Leben betrifft, ist. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen, ist ab einer gewissen Summe ist es gleich. Ja, also bis hierhin ist man zufrieden, glücklich und ja, wenn man dann mehr hat, macht das einen nicht unbedingt glücklicher. Okay, ich lasse es mal so stehen. Alles Wichtige wie immer unter diesem Video. Vielen Dank für eure Likes, für eure Abos. So viel dazu. Lasst euch inspirieren von dieser Legung. Und wenn ihr möchtet, bis demnächst.